Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. Ja, in einer neuen Staffel und damit auch nach Weihnachten. Deshalb wünsche ich euch jetzt hiermit, auch wenn es ein bisschen verspätet ist, ein frohes Weihnachtsfest. Ist wahrscheinlich jetzt eh schon vorbei. Obwohl, nein, ich glaube, ein Feiertag müsste jetzt noch sein. Heute müsste der zweite sein, wenn diese Folge rauskommt. Also wünsche ich euch dennoch einen frohen Weihnachtsfeiertag. Und ich hoffe, ihr habt alle das bekommen, was ihr euch so gewünscht habt. Bei mir auf jeden Fall. Da wird sich nämlich auch in den nächsten Tagen noch was tun auf meinem Kanal. Ein kleines neues Projekt. Klein ist ein bisschen untertrieben, aber naja, dazu möchte ich jetzt noch nichts verraten. Auf jeden Fall habe ich dann noch so meine Aufnahmeschwierigkeiten. Also es wird noch werden, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Nun aber zurück zu Enderal. Wir sind nun in der Festung eingedrungen und müssen uns ja noch um diesen schwarzen Stein kümmern, den dieser Schwarzmagier, möchte ich schon sagen, in seinem Besitz hat. Alle glauben nämlich, dass er hier irgendwie Leichen in seiner Festung hortet, um daraus eine Untotenarmee zu machen. Und, naja, Leichen haben wir schon an einiges gesehen. Wir sind natürlich hier immer noch auf der Suche nach einem Nebeneingang, weil Kalia vermutet, durch den Haupteingang werden wir nicht kommen. Okay, aber hier geht's nicht weiter. Wir haben immer noch diesen Hüterumhang hier von Hüterleiche, die wir so gefunden haben. Warum können wir nicht durch den Haupteingang gehen? Ist der versperrt? Oh, ja. Da könntest du noch weitergehen. Und ich habe jetzt auch das neue Update geladen. Ich weiß allerdings nicht, ob es diesen Fehler behoben hat, den wir in der letzten Session die ganze Zeit hatten. Ich hoffe es einfach mal. Okay, es sind hier drei Türen. Die Tür hier sieht aus, als könnte sie uns ins Hauptgebäude bringen. Aber sie ist verschlossen, oder? Ja. Ja, leider. Sieht so aus. Es müssen wir den Schlüssel suchen. War zu erwarten. Toll. Dann müssen wir wohl die Kadaver durchsuchen. Irgendjemand. Geh weg. Was ist mit Bruder Jabor? Abgelehnt. Wie die anderen auch. Wenn ihr ihn vielleicht noch einmal versuchen würdet zu erklären, wofür ich werde mich vor diesen Narren nicht rechtfertigen. Wenn sie auch nur einen Funken Anstand besäßen, würden sie die Schuld erkennen, in der sie bei mir stehen. Aber dann eben nicht. Es gibt andere Wege. Sag den Dienern, dass ich für den Abend nicht mehr gestört werden möchte. Und bring mir neue Salbe. Die Salbe, natürlich, Meister. Schreitet wohl. Muss den Schlüssel ja haben. Alles in Ordnung, Saira? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe eben Dalgala gesehen. Du meinst in einer Vision? Aber wie das? Ich dachte, alles, was du siehst, stammt aus der Zeit der Pyrea. Dachte ich auch, aber es war er. Ich bin mir sicher. Er hat mit einer Frau gesprochen. Die Apothekarii haben wohl aufgehört, ihn mit Leichen zu versorgen. Das dürfte die Jagdaufträge erklären, von denen die Dörfler erzählt haben. Aber wofür hat er so viele Kadaver benötigt? Für den Engel? Naja, sehen wir uns erstmal nach. Warte, hörst du das? Ja. Kirch. Es geht los. Oh. Scheiße. Die kämpfen sich gegenseitig, okay. Dann lassen wir die erstmal kämpfen. Na toll. Fokus, Kalia. Fokus.
Fokus. Deine Vision muss wohl irgendetwas ausgelöst haben. Jedenfalls können wir uns jetzt auf Widerstand einstellen. Komm, lass uns den Schlüssel finden. Ich möchte mir das hier nicht unnötig lang ansehen. Okay, ich kann die nicht plündern. Schade. Oh, hier geht's direkt wieder los zu Beginn der Folge. Schlüssel finden. Dann haben wir ja. Hast du ihn? Dann lass uns hineingehen. Ja, warte ab, ich wollte ja auch noch gucken. Da ist einfach nur eine Tür, okay. Ja? Das war nicht so geplant, Kalia. Ah, okay. Gut. Versuchen wir von hier aus irgendwie in die Haupthalle zu kommen. Dann sehen wir weiter. Feinde, mach dich bereit. Ich hab's gemerkt. Lass mich in Ruhe. Da ist doch noch einer. Irgendwo. Feinde, mach dich bereit. Mhm. Du bist echt eine Blitzmerkerin, Kalia. Weißt du das? Okay. Da lasst noch einer rum. Ha, sehr gut, Zaira. Da. Mal das jetzt mal. Mir reicht's. Okay, hier ist einfach mal nichts. Fuchspelzkappe mitnehmen, aber es ist unnötiges Gewicht. Hier geht's auch nicht weiter. Oder doch? Ah, schade. Bücher lasse ich mir da. Ging denn nicht alles rum? Na klar. Feinde, mach dich bereit. Hä? Ja. Vielen Dank.
Die erweckten Diener kannst du nicht plündern. Aha. Stuhl leer, okay. Uff. Es scheint so, als wären hier überall Fallen. Egal, was man anfasst, es könnten Untote wieder zum Leben erweckt werden. Da. Ja, genau, er schießt wieder auf mich. Rucksack. Wollte erstmal hier nach unten. Weil es hier nicht weitergeht. Muss erstmal alles absuchen. Warum muss ich denn immer vorangehen? Also wenn hier irgendwo noch solche Leichen rumliegen, dann können wir uns sicher sein, dass sie auch zum Leben erwecken. Da können wir uns fast sicher sein. Schon tragen wir wieder zu viel. Vielleicht irgendwas an Bücher, was wir zu viel haben. Das ist aber nichts, was viel Gewicht macht. Ich weiß nicht, ob der zerbrochene Seelenstand irgendwann noch was bringt. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ach so. Okay, da geht's auch nicht weiter. Unter Garantie wieder einer. Ach, das sind wir jetzt auf der anderen Seite, okay. Ah, boah. Ich hab mich erschrocken. Steht da auf einmal da. Ah. Habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mehr. Solche Drecksäcke. Diener, wo ist der andere Diener? Es waren noch zwei. Ach, der ist da hinten.
verstehe. Truhe. Okay. Kommen wir in die Haupthalle. In der Haupthalle ist natürlich viel Platz. Kann man ja natürlich eine Menge Gegner reinwerfen. Oh, was für ein Anblick. Siehst du irgendwas mit deiner Gabe? Nö. Nein, noch nicht. Hast du eine Vorstellung, wo der Stein oder dieser Engel sein könnte? Nein, aber vermutlich haben wir in seinem Gemach die besten Chancen. Das dürfte die große Tür in der Mitte sein. Genau. Geh einfach straight hin. Es wird bestimmt nichts passieren. Verschlossen, natürlich. Aber gut, was kann man bei einem Einbruch auch anderes erwarten? Hä? Mal sehen. Oh. Hm, verstehe. Das ist ein magisches Schloss. Einer der Magister hat uns mal ein ähnliches gezeigt. Man braucht Losungswörter, um es zu öffnen. Na toll. Zwei Stück, wie es scheint. Na großartig. Und wie kommen wir an diese Losungswörter? Das könnte schwer werden, aber mit Sicherheit waren es Wörter, die Dalgalar etwas bedeutet haben. Wenn es uns irgendwie gelingt, mehr über ihn herauszufinden, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ansonsten müssen wir einen anderen Weg hochsuchen. Lass uns die beiden Türme links und rechts von hier durchsuchen. Viel anderes bleibt uns ja nicht übrig. Na geil. Es könnte ja so... Warum den einfachen Weg nehmen? Warum? Wenn es auch kompliziert geht. Mach doch die Fackel aus. Man wird uns sehen. Helm. Ist hier denn keiner? Ich meine, ich könnte jetzt auch mal wieder... Sehr gut, Saira. Warum kann ich sie denn nicht sehen? Den hier machen, aber die werden wir nicht erkennen. Es muss wohl so etwas wie sein Labor gewesen sein. Die stehen auf jeden Fall auf. Wenn wir irgendwas anfassen, dann wachen die ja auf. Ich wusste es doch. Schon wieder. Ja toll, jetzt noch nicht. Immer von hinten rein. Fokus. Fokus. Ist immer schön, wie sie ablenkt. Uiui.
Kalia. Fokus. Uiuiui. Das waren alle. Sehen wir uns mal um. Das waren erstmal alle und ich würde sagen, das war's auch erstmal von einer weiteren Folge von Let's Play Enderal. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.